Hallo, hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play die Sims 4 mit unserer schönen Niki und der Baby Challenge. Leute, ich bin so aufgeregt. Ich weiß nicht, ich bin so aufgeregt, was heute passieren wird. Wird Niki den ersten Vater für unser Baby finden? Wie viele neue Kontakte wird sie knüpfen? Und außerdem ist auch geplant, da wir ja hier so mitten genial in der Pampa wohnen, wir werden mit unserem Haus umziehen. Ja, wir werden noch einmal umziehen, weil mitten in der Pampa hier kommen keine Sims lang. Und deswegen ziehen wir noch mal um, dass wir wo wohnen, wo man auch mal Leute kennenlernen kann. Ich habe mir schon ein Grundstück rausgesucht und zwar in Newcrest. Und naja, bei Gelegenheit wird dieser Umzug dann stattfinden. So, und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal weiter mit unserer angespannten Niki und hoffen, dass uns heute das erste Baby gelingen wird. Na dann, auf geht's. Ja, Niki, wir wissen, du bist angespannt. Also wird unsere Niki gleich erstmal ein entspannendes Bad nehmen. Ein Schaumbad ist gut, ja, genau. So, außerdem habe ich noch zu sagen, ich habe die Spielelautstärke ein bisschen runtergenommen, dass ihr mich etwas besser versteht. Weil in der letzten Folge war ich etwas ziemlich leise, wie ich mitbekommen habe. Das müsste sich jetzt bessern. Und ja, Niki nimmt jetzt erstmal ein entspanntes Schaumbad, damit sie nicht mehr angespannt ist. Okay, naja, sie wollte eigentlich eine Dusche haben. Nichts ist mit Duschen. Sie nimmt jetzt ein Bad. So, außerdem wollte ich mal schauen, was ist hier? Habe einen Freund oder eine Freundin. Zwei Verabredungen gehen. So, und ich wollte mir jetzt nochmal das andere Bestreben angucken. Seelenverwandte. Aha, okay, das fängt alles beides genauso an. Also lassen wir das jetzt erstmal so. Gut. So, unsere angespannte Niki ist jetzt verspielt. Ich glaube, das muss ich auch mal ausprobieren in der Badewanne, das zu machen. Weil die Laune ist ja gleich wieder hochgegangen. So, auf jeden Fall werden wir uns jetzt um die Bedürfnisse kümmern und danach werden wir mal in eine andere Stadt reisen, um dort Leute kennenzulernen. Wieder einmal und hoffen, dass wir heute mehr Glück haben. In der letzten Folge, in dem letzten Part haben wir einen jungen Mann im Schwimmbad kennengelernt, der leider nicht auf uns eingehen wollte. Wir haben es zweimal versucht, aber es hat leider nicht geklappt. So, nun ist Niki fertig. Und sie braucht ganz dringend irgendwas. Ja, wir werden sie erstmal malen lassen. Weil malen, dadurch wird die Spaßleiste auch gefüllt. Und dadurch, dass sie ja das Geld mit dem Malen verdienen soll, soll sie jetzt ihre ersten Fähigkeitspunkte erhalten. Hat die Malerei Fähigkeit erworben. Erworben. Dank ihrer neuen Malereifähigkeit kann Niki wunderschöne Leinwandkunstwerke kreieren. Je höher der Fähigkeitslevel, desto fortgeschrittenere Muster kann sie malen. So, und jetzt schauen wir mal, was malt unsere Niki denn hier? Niki, nicht überlegen, malen. Also bis jetzt sieht das ja noch ziemlich nach nichts aus. Mal schauen, wie es sich noch verändert, was es wird. Ja, sie muss genau Maß nehmen. Sie unterhält sich mit dem Gemälde, alles klar. Was will unsere Niki denn? Sie will einen Park besuchen.
Das können wir ja gleich machen, wenn die Spaßlaune voll ist und sie dann diesen Wunsch immer noch hat. Etwas pflanzen und Spielzeug kaufen. Alles klar. Spielzeug haben wir nun schon mittlerweile genug hier in dem Kinderzimmer stehen. Das brauchen wir eigentlich nicht. Etwas pflanzen. Ja, wir haben ja bereits eine Müllpflanze, denn dieser Typ, mit dem wir versucht haben anzubändeln, hat ja in dem letzten Part versucht, unseren Mülleimer auszuräumen oder hat ihn ausgeräumt. Und der Müll blieb dann hier davor liegen und daraus ist jetzt eine Müllpflanze gewachsen. Die werden wir dann. Oh Gott, die können wir nicht mal wegschmeißen. So, ich werde Niki mal. Niki? Naja, okay, Niki hat keine Lust mehr zu malen, also gucken wir noch ein bisschen Fernsehen. Die Spaßleiste dürfte dadurch auch ein bisschen schneller voll sein. Und ich werde jetzt mal ein bisschen spulen. Niki? Was machst du? Niki hat Hunger, alles klar. Das Essen ist noch gut, also kommt es nochmal in den Kühlschrank, weil das wäre ja schade, wenn es verdirbt. So. Und jetzt gucken wir noch ein bisschen Fernsehen und dann gehen wir in den Park. Und dürfen dort nochmal ein paar neue Leute kennenzulernen. Mensch, Niki, die rennt immer weg. Okay, sie holt sich noch eine Portion. Niki ist also nimmer satt. Ihre alte Schüssel, die recyceln wir jetzt und wir bekommen dafür. Oh, jetzt habe ich leider nicht aufgepasst. Ich habe nämlich auf den Mülleimer geguckt. So, Niki, ess nicht so viel, du wirst dick. Du musst dann ganz viel trainieren, um das wieder loszuwerden. Unser heutiger Part, der wird ungefähr 20 bis 25 Minuten gehen. Das wird auch in Zukunft so sein. Weil der letzte, der war ein bisschen lang. Aber ich dachte, naja, vielleicht klappt es ja noch mit dem Mann. Aber so wie das Schicksal ist, nein, es hat nicht geklappt. So, Niki, wir reisen jetzt einfach. Deine Launen sind so gut wie voll. Und wir werden jetzt nach Willow Creek reisen, weil hier wohnen ganz viele Leute. Und wir gehen in den Park. So. Okay. Wen nehmen wir denn mit? Björn Bjergsen, der mit dem komischen Namen. Nein, den nehmen wir definitiv nicht mit. Der hat uns zweimal abblitzen lassen. Also nehmen wir die beiden jetzt mit. Finde heraus, was passiert, wenn du Dinge aus dem Inventar deines Sims ins Lagerfeuer ziehst. Okay, bei Gelegenheit werden wir das mal machen und schauen, was passiert. Eigentlich die rein theoretische Folge daraus ist ja, dass die Sachen verbrennen. Mal schauen. So, jetzt geht's los. Wir sind gleich im Park. Tam, tam, tam. Wir werden gleich mal versuchen, hier ein Gespräch aufzubauen. Mit Familie angeben. Mit welcher Familie will sie denn bitte angeben? So, wir haben hier jetzt den wunderschönen Park. Hier spielt schon ein Kind. Sandy Black. Hier sind schon ein paar Leute, aber nicht viele und auch nicht die, die wir haben wollen. Mal schauen, vielleicht haben wir ja auch ein paar schöne Sammelobjekte. Aber wir versuchen jetzt hier einfach nochmal unser Glück und wir werden, aber auf jeden Fall versuchen noch andere. Was ist denn nun schon wieder passiert? Unbehaglicher Kommentar, alles klar. Also, ich glaube, unsere Niki, die hat einfach kein Glück hier. Ich hoffe, das ändert sich heute im Laufe der Folge noch.
Denn das wäre echt nicht schlecht. Oh, wer kommt denn hier? Wer bist du? Leute, hier ist Tatsache Michael Jackson. Wir stellen uns jetzt einfach mal lustig vor und gehen aus der Gruppe raus. Hallo Michael. Ist sie schon wieder in dieser Gruppe drin? Ich glaub's ja nicht. Es ist irgendwie sehr schwer. Aus den Gruppengesprächen. Oh nein, nicht gleich Romantik, das geht nicht. Wir probieren es halt einfach mal lustig. Lustig, lustige Geschichte erzählen. Lustig, jemanden parodieren. Und dann wollen wir ihn mal kennenlernen. Mal schauen, ob sich hier noch mittlerweile mehr Leute eingefunden haben. Na, die meisten kommen hier vorne lang und da denke ich, wir stehen hier schon ganz gut und wir passen einfach so viele ab wie möglich. Aber, oh mein Gott. Was bist du? Jacques Villarreal. Warum haben die denn alle solche komischen Namen? Aber, naja, der kommt definitiv nicht als Vater in Frage. Hallo, hast du mir schon wieder den Gesprächspartner ausgespannt hier? Fotos teilen. Lustig, wir wollen noch mal ein bisschen lustig sein, jemanden parodieren. Es ist Niki schon wieder in diesem Gespräch, es ist doch zum wahnsinnig werden. Oh mein Gott, schaut euch die an. Schaut euch das an, wer ist denn das? Wer ist das? Elsa Frozen. Da fehlt eigentlich nur noch die Strapse und der Wäscheglatze, also die würde ich am besten gleich einweisen, diese Frau. So, und jetzt geht's los. Ran an die Buletten hier. Niki, gib dir Mühe. Das muss heute endlich was werden. Es wird ja sonst langweilig, wenn du es nicht schaffst, irgendjemanden abzuschleppen. Ich glaube, wir probieren es jetzt einfach mal ganz krass. Fragen, ob sie ein Single ist. Romantik. Vielleicht flirten. Okay, und das war eben gerade meine Katze, die mich hier sabotiert hat, dieses Geräusch. Sagt Hallo, Pauline. Es kann sein, dass ihr die auch in der letzten Folge schon mal gehört habt. Die mischt sich gerne mal ein. So, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Romantik. Vielleicht flirte ich mal mit ihm? Niki? Was passiert hier gerade? Ich verstehe nicht, was hier gerade passiert. Wo wollen die denn alle hin? Jetzt bleibt sie stehen. Halt, Mike! Nein, bleib hier. Du bleibst hier. Mit dir habe ich noch was vor. Ich flirte jetzt einfach mal mit dir weiter. Das ist gar nicht so einfach hier. So, und jetzt schauen wir mal, was passiert. Oh Gott, er fühlt sich... Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott. Also versuchen wir es nochmal mit einem Anmachspruch. Er scheint nicht abgeneigt zu sein. Oh Gott. Guckt ihn. Guckt. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die beiden sind kokett. Also werde ich hier gleich mal mit der Romantik weitermachen. Komplimente. Also, bleib doch einfach mal hier. Renn doch nicht weg. Romantik. Flirten. Romantik. Aufreizend posieren. Mal schauen, was er dazu sagt. Oh mein Gott, guckt euch das an, wie die beiden turteln.
Das kann nur gut werden, das kann nur gut werden. Wir machen das jetzt einfach mal weiter. Was haben wir denn noch hier? Schlüpfrige Frage stellen. Romantik. Hier war doch gerade Nummern austauschen. Nehmen wir das noch. Romantik. Einen Kuss hauchen. Einladen, über Nacht zu bleiben. Das werden wir doch gleich mal machen. So, die beiden tauschen jetzt. Okay. Sie hat das Telefon geküsst. Jetzt bekommt er ihre Nummer. Perfekt. Das kann nur gut werden. Techtelmechtel mit jemandem, weil er kokett ist. Romantik. Hände küssen. Oh mein Gott, jetzt ist er weg. Naja, okay, wir haben ihn kennengelernt. Wir schauen mal, ob hier noch... Nee, der Park, der, oder? Naja, es ist nur die Leute, die auch am Anfang dort saßen. Ach, die beiden Herren sind ja noch hier. Da kann ich mich hier nochmal dazu gesellen. Ich werde auch mal versuchen, jetzt einfach ganz krass ihn anzumachen, den Nick. Oh mein Gott, sag nicht, das klappt jetzt hier auch noch. Das wäre ja der Hammer. Einen Kuss hauchen. Nick, bleib hier. Och nein, jetzt geht er weg. Das gibt's doch nicht. Okay, dann unterhalten wir uns auch mit dem Herrn hier weiter. Ach nein, ich glaube. Oh, doch, jetzt geht sie zu Nick. Mann, das ist so spannend. Irgendwie ist das voll spannend, was hier passieren wird. Hallo? Das ist aber nicht Nick. Na gut, wir gehen erstmal nach Hause. Wir werden dann die entsprechenden Leute zu uns nach Hause einladen und dann sehen wir einfach mal, wie es dann weitergeht. Das hat jetzt natürlich wieder nicht geklappt. Wir werden uns jetzt erstmal ausschlafen und dann laden wir zum Beispiel den Michael, denn hatten wir ja schon eine rote Anzeige, diese Liebesanzeige. Und ich denke mal, das klappt, damit wir erstmal das erste Baby hinbekommen. Damit diese Folge auch nicht wieder ganz erfolglos endet. Wage einen Sprung von einem Sprungbrett. Niki, geh erstmal schlafen. Schnell schlafen. Ich spule wieder vor, weil das Schlafen will ja wieder keiner sehen. So, schlafen, schlafen. Schlafen und danach auf die Toilette und danach... verdorbenes Essen aussortieren. Das werden wir gleich mal machen. Nein, das werden wir nicht machen. Wir werden den Kühlschrank öffnen und das verdorbene Essen. Die Schüssel ist leer. Die kommt natürlich wieder in unseren Automaten hier. Und dafür haben wir wieder 10 bekommen. Und den wird sie jetzt essen, den Gartensalat. Die Schüssel ist jetzt... Ne, da ist auch noch was drin. Die lassen wir also auch noch. So, Niki. Jetzt isst du deine Schüssel Gartensalat noch und dann ziehst du dir was an. Weil so krass überfallen wollen wir den Michael nun wieder nicht. In Reizwäsche und Strapsen. Okay, das wär's. Einladen, auf aktuellem Grundstück abzuhängen. Michael Jackson. Ich hätte ja nie gedacht, dass das wirklich der erste potenzielle Vater wird. Hier in meinem Spiel laufen einige bekannte Gesichter da, weil ich habe einfach mal viele erstellt, um das Spiel ein bisschen bunter zu machen. Er wird gleich da sein, hat er gesagt.
Wo bleibt er? Hat er gesagt, er wird gleich da sein? Wird gleich da sein. Okay, er schreibt mir vorher noch. Ich habe gehört, dass du dich mit Nick Bateman angefreundet hast. Er ist ziemlich cool. Er wollte doch herkommen. Warum kommt er nicht? Ach, da kommt er angejumpt. Und er hat es ziemlich eilig. Wollen wir ihn mal in der Alltagskleidung sehen? Ja, ich glaube, das passt ganz gut. Und da werden wir gleich mal unsere romantische... Oh, jetzt steht sie doch in Reizwäsche vor ihm. Naja, okay. Rosa anbieten, machen wir hier einen auf Bachelor. Und da hinten, wir haben es nicht mehr weit bis zum Bett. Ich hoffe, das klappt jetzt endlich einmal, sonst werde ich hier verrückt. Anmachspruch. Romantik. Schlüpfrige Frage stellen. Was ist hier? Michael kennenlernen. Okay, dann werden wir ihr diesen Wunsch erfüllen und lernen ihn kennen. Aber danach geht es natürlich sofort wieder auf der romantischen Schiene weiter. Gestehen, sich angezogen zu fühlen. Yay. Ich gehe kaputt, Leute. Es funktioniert. Aufregend, aufreißen, reizen, posieren. Romantik. Ersten Kuss erleben. Wollen wir es wagen? Ach komm. No risk, no fun. Wir wagen es. Schaut euch da. Oh, oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Michael und Nikki bekommen beide ihren allerersten Kuss. Romantik. Baby machen. Oh. Oh mein Gott, das ist das erste Mal, dass das zur Auswahl steht. Aber wir werden diese rote Leiste hier oben noch ein bisschen festigen. Nicht, dass das wieder in die Hose geht. Küssen. Hände küssen. Knuddeln. Schlüpfrige Frage stellen. Oh. Und was nehmen wir noch? Ach, das hatten wir ja alles schon. Wir gucken nochmal weiter. Ach, los, komm. No risk, no fun. Wir probieren das jetzt einfach. Baby machen mit Michael. Die Rechnung ist da, okay, wir können sie nicht bezahlen. Das heißt, danach müssen wir definitiv ein Bild malen oder sogar zwei. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Es geht los. Leute, es geht los. Jetzt wird wahrscheinlich gleich das erste, oder ich hoffe, das erste Baby für unsere Challenge wird entstehen, wird gezeugt werden. Hol die Kerzen raus, sorge für Romantik. Niki hat das erste Techtelmechtel. Oh mein Gott. Es ist so krass. Hier wird gleich das erste Baby entstehen. Das geht ja ziemlich heiß her. Ich hoffe, das ist keine Luftnummer. Na, seid ihr fertig? So, Niki, also gleich erstmal auf die Toilette und mach einen Schwangerschaftstest. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich hoffe, das hat geklappt. Also ganz ehrlich. Minus 15. 15 hat der so gekostet. Oh nein. Das war eine Luftnummer. Also ganz schnell noch einmal. Jetzt haben wir 15 für diesen Schwangerschaftstest ausgegeben und es hat nichts gebracht. Ist jetzt etwa schon weg? Warum ist sie traurig, nicht gefruchtet? Tja, im Leben geht halt so mancher Schuss daneben. Also noch einmal das Ganze. Michael, gib dir Mühe, das muss funktionieren, es muss klappen. Wow. Das gibt er.
Lektion Romantikerin. So, und nochmal das ganze Schwangerschaftstest. Ich muss los. Also er geht jetzt, jetzt muss es klappen. Jawohl, für zwei Essen. Wir sind schwanger. Jupp, wupp, wupp. Das erste Baby wird bald zur Welt kommen. Ich gehe kaputt. Das erste Baby, Leute. So, jetzt werde ich erstmal ganz schnell was zum Mittag servieren. Grillkäse zum Beispiel. Und danach werde ich duschen gehen. Oh mein Gott. Niki ist schwanger. Unsere Niki ist schwanger. Und guckt, sie hat direkt schon einen Bauch. Sie hat direkt schon einen Bauch. Es ist Wahnsinn. Erregendes Geplänkel. Sehr kokett ist unsere Niki. Erstes Techtelmechtel. Was haben wir hier noch? Zweites Trimester in 24 Stunden. So. Ey, perfekt. Wir sind schwanger. Jetzt kann das Spiel also so richtig losgehen. Niki, das musst du nochmal üben, das Kochen. Ich habe immer so ein bisschen Angst, weil sie noch keine Fähigkeiten hat, dass sie was anbrennen lässt oder beim Reparieren stirbt oder ja, generell, dass da irgendwas schief geht. So, ich werde mal wieder ein bisschen vorspulen. Und danach wird sie ihr ach, das Gemälde ist schon fertig, deswegen hat sie aufgehört. Ich gehe kaputt. An Sammler verkaufen. So, Niki, es ist schneller. Dein Grillkäse, den Rest werden wir wieder in den Kühlschrank stellen. Sie stinkt schon. Es wird jetzt also höchste Zeit, dass sie duschen geht. So, und bei dem Gemälde bin ich jetzt auch mal gespannt. Wir haben 100 bezahlt. Mal schauen, wie viel wir dafür bekommen werden. Niki wird es gleich verkaufen. Wie ist denn das eigentlich, wenn wir das Gemälde benennen, bekommen wir dann dafür mehr? Ich habe keine Ahnung. Wir können es ja mal ausprobieren. 110, das hat sich ja nun wirklich nicht gelohnt. Auf jeden Fall können wir schon mal... Nein, jetzt können wir sie aber nicht mehr bezahlen, also müssen wir noch ein Gemälde malen. Niki nimmt wieder Maß. Und überlegt. Mein Gott, guckt euch diesen Bauch an. Sie hat jetzt schon einen Babybauch. Also nach dem deprimierten Start des ersten Parts ist das ja mal wieder... Ist das ja mal richtig geil. Nick Bateman schreibt, ich habe gehört, dass du dich mit Michael angefreundet hast. Er ist ziemlich cool. Ja, Nick, du bist mein nächstes Opfer. Muhaha. So. Niki, weiter geht's. Was will sie? Mit Michael flirten. Niki hatte Level 2 der Malerfähigkeit erreicht. Und das ist ein... Wie nennt man das? 64, naja. Wir malen nochmal ein großes, dann bezahlen wir die Rechnung. Niki nimmt Maß. Bei dem großen Gemälde muss Niki aber viel Maß nehmen. So, und dann werden wir hier gleich mal die Rechnung bezahlen. Nicht, dass wir im Dunkeln dastehen. 352 brauchen wir. Okay, das... Das dauert dann doch noch ein bisschen, bis wir die bezahlen können. Niki, gib dir Mühe, das muss gut werden. An Sammler verkaufen. 184, na, das war doch schon ein bisschen besser. Jetzt können wir gleich erstmal die Rechnung bezahlen. Und wir brauchen, da wir ganz dringend Geld brauchen und sie inspiriert ist, werden wir gleich weitermachen. Oh mein Gott, Leute, hier wird bald das erste Kind schlafen. Sie ist schwanger. Und vielleicht werden es ja Zwillinge. Sie hat ja gleich von Anfang an schon einen so großen Bauch.
Das ist ja Wahnsinn. Niki hat Level 3 der Malerfähigkeit erreicht. Niki kann jetzt leichten Pop-Art. Und, ja, sie kann jetzt leichten Pop-Art. Was wird das, was sie da malt? Eine graue Wolke. Alles klar, es regnet. An Sammler verkaufen. Puh, das war doch schon ziemlich gut. So Leute, ich würde sagen, unsere liebe Niki ist schwanger. Das war schon sehr aufregend. Ich würde sagen, ich mache hier erstmal Cut, damit das wieder nicht zu lang wird. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ich hoffe, euch gefällt, was ich mache. Liked mich, abonniert mich, kommentiert fleißig, was das Zeug hält. Sagt's weiter. Muhaha. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Alles klar. Na dann, bis dann. Tschüss.